Ich bin jetzt hier beim Personaldienstleister Safe. Verena, was ist denn das Besondere an Safe? Das Besondere an Safe ist, dass wir noch relativ jung am Markt sind. Ich selber betreue zwar den pflegerischen Bereich schon seit 20 Jahren, doch schon so lange, aber habe zu Mai 2020 mein Unternehmen gegründet. Und ich glaube, aufgrund von Corona hat es schon sehr spezielle Entwicklungen vernommen. Also es ist anders gestartet als geplant. Wir mussten, glaube ich, von Anfang an sehr kreativ sein und einfach mal zu schauen, wie entwickelt sich ein Unternehmen gerade zu Corona-Zeiten. Langsam, aber stetig. Und ich glaube, das hat die Bindung zu den Mitarbeitern noch ein bisschen verstärkt. Glaube ich. Ihr seid ja auf eine ganz bestimmte Branche fokussiert. Welche ist denn das? Die Pflege mit Herz. Wir arbeiten im Bereich der Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Behindertenbereich. Das heißt dort, wo wirklich auch der Bedarf da ist. Und wir versuchen, gerade unsere Mitarbeiter so emotional und emotional körperlich fit zu halten und immer ein offenes Ohr zu haben, dass die wirklich sagen, okay, wir machen unsere Arbeit noch gerne. Ich glaube, wir tun unser Bestes. Wir haben immer ein offenes Ohr. Was macht denn die Arbeit bei euch so besonders? Ich glaube, das Wichtigste ist halt aktuell ja wirklich dieses Arbeiten auf Augenhöhe, miteinander, einfach zu schauen, was braucht jemand, offenes Ohr, welches Entwicklungspotenzial, wo möchte sich ja einfach jemand auch weiterentwickeln, weiterbildungstechnisch, was können wir einfach mitgeben. Also dieses, was willst du, was suchst du, um dann einfach zu schauen, jeder Einzelne ist eine Person für sich, die für sich ja, Dinge sucht. Also man kann es nicht unbedingt festlegen. Ansonsten natürlich das Thema in den Bereichen Auto, Bonis, leistungsgerechte Bezahlung, das, was der Rest wahrscheinlich auch so mit hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir sagen, wir wollen miteinander Spaß haben. Das heißt, ihr seid ja jetzt das erste Mal mit dabei. Ja, wie läuft es jetzt hier heute so auf der Jobmesse in Leipzig? Super spannende Gespräche, ganz viele tolle Leute. Wir machen auch Werbung für die Azubis dann irgendwann mal, die vielleicht danach, nach ihrer Ausbildung dann zu uns kommen können. Von allem was dabei. Also super spannend. Verena, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg heute.